die Zukunft der Innenstadt im Fokus. Beim jüngsten Stadtgespräch am 15. Oktober im ECE wurden gemeinsam mit Bürgerinnen, Gewerbetreibenden und Entscheidungsträgerinnen neue Impulse für die Stadtentwicklung gesetzt. Themen wie Handel, Gastronomie, Events und die Rolle der neuen Fachhochschule standen im Mittelpunkt. Ein Ideenworkshop ermöglichte es den Teilnehmern, gemeinsam kreative Ansätze zur Stärkung des Stadtkerns zu entwickeln. Also es ist ein sehr anspruchsvolles Thema grundsätzlich. Es bewegt alle Städte in ganz Österreich. Die Ereignisse der letzten 20 Jahre sind bedenklich. Die Innenstädte sind in einer großen Umbruchssituation und es gibt einfach viel zu tun. Der Mensch gehört ins Zentrum gerückt und nicht der Profit. Wenn man wieder darüber nachdenkt, was Menschen brauchen in Städten, dann ist ein großer Schritt getan und dann werden die Menschen auch kommen. Also den anderen Weg zu gehen, das Bedürfnis des Menschen in den Mittelpunkt stellen, der will sich aufhalten, der will sich mit Menschen treffen, der will bei jemandem einkaufen, der seine Wünsche kennt, der will den Inhaber des Ladens kennen, bei dem er einkauft. Das will der Mensch und das muss man ihm zurückgeben. Grundsätzlich ist sowas schon wieder ein guter Auftakt für diese Geschichte. Ich glaube, durch die FH bringen wir viele junge Menschen in die Stadt. Das war einmal der erste große Schritt. Jetzt gibt es einige Investoren, die was natürlich dann auch, sie da schon was sehen, eine Entwicklung sehen, ein Potenzial sehen. Und ich glaube schon, dass wir das in den nächsten Jahren schon zusammenbringen, dass wir wirklich ein gutes Umfeld für unsere Studierenden haben, aber auch für die Bevölkerung in der Stadt. Ja, stellen wir das ganz einfach vor, dass wir mit guten Leuten aus der Stadt, jetzt mit dem neuen Bürgermeister, mit Herrn Schafferleiter, dem Standortmanager, mit der Zuzugsmanagerin Frau Steinberger und mit dem Citymanager, die jetzt die Stadt eingestellt hat, diese Personen und eben unter der neuen Führung, dass jetzt einfach die Chance besteht, mit diesem Team die Innenstadt zu beleben. Ja? Und da werden wir, mein Sohn und ich, dazu beitragen, was wir können. Und ich habe also das Gefühl, dass sie es jetzt ernst meinen. Und deswegen engagiere ich mich hier auch und versuche, meine Vorschläge hier einzubringen. Ich denke, das harmoniert sehr gut. Also ich bin ja philosophischer Praktiker. Das heißt, wir tun nicht nur denken, sondern wir schauen auch, dass wir die Dinge umsetzen. Und ein Philosoph sieht die Dinge gesamtheitlich, ja, ganzheitlich und stellt auch Fragen, die sonst vielleicht jemand nicht so gerne stellt, und das beziehen wir mit ein in unsere Stadtentwicklung. Also wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, das ist das Wichtigste, und sagt, Stadtentwicklung bedeutet in erster Linie Entwicklung der Menschen, die hier leben. Ja, und nicht nur bauliche Maßnahmen zu setzen, die auch sehr wichtig sind, sondern auch in den Menschen selbst zu investieren. Also die Initiative ist nicht nur grundnotwendig, sondern über alle Maßen zu begrüßen. Es geht nicht mit Einzelmaßnahmen, es muss ein Gesamtkonzept sein, so wie es ja die Gemeinde eh definiert, über die Innenstadtgrenze vom Eurospar bis zur anderen Stadtgrenze am Kohlemann-Wallisch-Platz bis zum Schicker raus. Das muss eine Einheit werden und da müssen alle an einen Strang ziehen. Wir als Projektentwickler und Errichter vom Q4 mit dem Hotel jetzt als Projekt und dem Dienstleistungszentrum haben Gott sei Dank die Chance, einen Meilenstein, einen Markenstein, einen Landmark zu setzen, um den ersten Eindruck einmal sehr positiv zu gestalten, wenn man nach Kapfenberg reinkommt. Und alles Weitere muss dann im Zuge mit viel Kleinarbeit passieren. Eh schon passiert auch mit der FH und bis weiterhin in die Altstadt hier rein, dass da alle einen Strang ziehen und dass da was Positives kommt. Ich bin überzeugt davon, dass das gelingt. Wenn man den Geist, den was auch der Herr Kramer Christoph da ins Leben gerufen hat, wenn man den in die Köpfe, in die Menschen bringt, dann werden wir in den nächsten 7 Jahren aus Kapfenberg ganz was Tolles machen. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung. Wetters verschoben. Am Samstag, 19. Oktober, findet von 8 bis 13 Uhr auf dem Brucker Hauptplatz ein Benefizflohmarkt zugunsten sozialer Projekte aus der Region statt.
Organisiert vom Rotary Club Kapfenbergbruck bietet der Flohmarkt eine tolle Gelegenheit, Schnäppchen zu ergattern und gleichzeitig Gutes zu tun. Kommt vorbei und unterstützt den guten Zweck, den jeder Beitrag zählt. Die große steirische Wohnraumoffensive legt den Fokus auf leistbares, nachhaltiges und hochwertiges Wohnen. Mit der Sanierungsförderung neu und der umfassenden Reform der Geschossbauförderung setzen wir kraftvolle Impulse, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Unser 5-Punkte-Plan unterstützt Jungfamilien, fördert den Eigenheimbau und schafft durch den Geschossbau-Turbo über 5.500 neue geförderte Wohnungen. Zusätzlich helfen attraktive Förderungen für thermische Sanierungen dabei, Energiekosten zu senken und klimafit zu werden. Mit diesen Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass Wohnen in der Steiermark für alle leistbar und zukunftssicher bleibt. Du bist das Beste, was ich hab, Herz und Kopf.